Einsen und hallo Leute, jetzt herzlichst willkommen. Okay, vielleicht muss ich ihn muten. Herzlichst willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Stalker 3H. Ich bin gespannt, wie das Video nachher wird am Ende. So klangtechnisch. Irgendwas hier hat sich wieder verändert. Es gab ein Windows-Update. Ich habe eigentlich alle Settings geprüft, aber Windows ist ein Ninja und macht irgendwo Sachen, mit denen man gar nicht rechnet. Also inzwischen irgendwie. Früher war mehr Lametta und jetzt so Microsoft. Ah, fuck you. Haben sie sich aber auch spontan irgendwann zu entschieden. Aber sie behalten die Linie bei. Also das muss man ihnen immerhin auch zugute heißen. Ne? Ist ja auch nicht so einfach, immer konsequent irgendwo wie ein kleiner Audio-Ninja die Settings von den Soundeinstellungen zu verändern. Frechheit ist das. Auf jeden Fall bin ich hier unterwegs im Stalker 3H mit 4 LM, 20 Nimtec Laser und 3 Small Lasern. Im Nahkampf. Yeah. Da sagst du was, Override mach ich auch mal an. Für wenn ich mal viele Raketen loswerden muss. Ja. Also bevorzugt die Raketen im Shenfire abfeuern. Oder im schnellen Shamefire, aka ihr spammt einfach schnell die Taste hintereinander, auf die Waffengruppe liegt, mit den Long-Range-Missiles. Dann kommt sie nämlich schneller raus und ihr triggert vielleicht eine Hitzestrafe weniger, trotz allem. Was dann ganz nett und praktisch ist. Interessante Art und Weise seit dem... Ich glaube, ich muss meinen Grafikkartentreiber zurücksetzen. Seit dem letzten Treiber-Update. Rocketess! Oder ich muss MechWarrior Online irgendwie runtersetzen. Alle anderen Spiele sind immer noch cool und safe. Video. Wir nehmen Motion Blur mal auf Low. Vielleicht reicht das ja schon. Was auch immer hier das Problemchen sein könnte. Mal schauen, ob das jetzt noch weiter auftaucht. So, und ansonsten, es wird jetzt die nächsten 2-3 Videos werden auch alle nur mit Raketen sein. Long Range Missiles, Short Range Missiles, Streaks, Middle Range Missiles, ATM. Irgendwie sowas. Weil auf dem deutschen Community Discord Server ist eine Challenge am Start. Wo es einfach um Damage mit Raketen geht. Und da werde ich mich jetzt richtig austoben, weil ich mache gerne Damage mit Raketen. Kann ich nicht immer unbedingt gut, aber hurra. Challenge time. Und deshalb werde ich halt jetzt die nächsten 1-2 Wochen wahrscheinlich nur Max mit Missiles fahren. Das ist der Preis, den man da kriegen kann, sind halt Mac Credits, ich glaube GSP irgendwie, was? Ist mir gar nicht so das Allerwichtigste, aber es geht mir darum, mitzumischen und vielleicht der Beste zu sein. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Düm, 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 düm. Die Raketen, ich feuer sie ab. Auf den Gegner, ja. Battle Mac, komm, schieß auf ihn. Der Missile Stream. Dieser Gegnerhund, schon bald liegt er im Dreck. Ja, jetzt ist eh gleich raus. Kick es. Oh, wir gehen weiter und die Medkit ist genagt. 990 Meter. Müssen wir ein bisschen ranlaufen. Ich habe das, einige nutzen das auch einfach komplett als Tagebuch. Jeden einzelnen Schritt erzählen sie hier, ne? Alter. Tja. Hi. Okay, der wird nicht durch Tag erwischt. MicTag ist da hinten, okay. Ja, du bist tatsächlich besser aufgehoben beim Team, wenn ich mir das angucke. Und, come on! Machen wir eine schnelle Salve auf den Incubus. Und es ruckelt immer noch. Bababam. Das lasse ich mir nicht gefallen, Laserstrahlen. Er versucht uns den Raven vorbeizugehen und er versucht auszuweichen. Aber es ist nett, das versuchen nicht viele mit dem Ausweichen. Oh. Das Docker da hinten. Monami, hier dann Stein. Brauche ich ja jetzt versuchen. Sie haben nicht geguckt, was er für eine Bewaffnung hat. Na! Ja, das nervt. Wenn sie mit ihren Jumpjets da vorbeispringen, da kann ich halt gerade nichts machen. Sie nutzen Deckung, die Schweine. Nicht cool? You guys. You know guys? That's the guys. That are guys. They are their guys. Foxtrot, Madcat. There you go, Foxtrot. Komm, ich hab Panzerung. Lass mich nach vorne, ich hol mir den. Ich tag mir den, ich lern mir den.
Alles. Bravo. Wusch, 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 wusch. Oh. Ich kann das halt öfters als du, ne? Oh, oh no, Alter. Nicht cool. Ja, latsch mir einfach in den Weg, du Arschgeige. Ein bisschen aufs Feld achten hier. Boah, Mick, tag halt die Fresse. You guys, guys, guys. Und jetzt auch getaggt halt einfach. Ja, man kann sie halt auch trocken abfeuern. So, und jetzt, come on, hi. Tja, sein CT ist halt aber auch gecritted, Alter. Und wusch, stirb. Good job. Ja, also klar, es ist dumm, sich als LRM-Mac im Stairdown-Duell mit einer Ultra-Auto-Canoe 5-Deckermaschine anzulegen. Machete ist halt fucking gefährlich, aber das hier beweist einfach den Wert dieses Macs. Nächste Machete schnappen wir uns auch noch. Genagt bist du. Ja, ja, nack, 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 nack. So, jetzt müssen wir langsam, ein bisschen langsamer feuern. Oha, oh hi. Wir sind jetzt overheated. Es ist immer sehr knapp. Halbiert ist er. Und noch ein Swoosh. Okay, explodiert wegen jetzt. Nein! Fuck! Help me! Hilfe, 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 Hilfe! Genau, Raven, come to the rescue. Oh fuck, Alter. Oh, so traurig. Aber ich glaube, ganz gut vorgelegt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel. Aber 800 stand, glaube ich, da, oder? 800 irgendwas? Wir gucken uns das jetzt noch in Ruhe zu ändern. Oh Gott, das Team geht es unter. Sie haben ihr wichtigstes LRM-Boot verloren und sterben jetzt elendig daran, dass sie keinen Lörmec mehr haben. Oh, 4 zu 9. Nein, 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 nein. Aber das ist schon eine schöne Challenge. Das erlaubt einem, indirekt Longrange-Messer zu fahren. Und ATM, das sind ja die Waffen, die nicht so gerne gesehen werden von den ganzen krassen Spielern oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise sie sind ja in Verruf geraten, sag ich mal, ne? Ich hätte vielleicht auch länger durchgehalten, wenn ich entweder die Minimap im Auge behalten hätte, so, oh fuck, da kommt der Hellbringer auf mich zu. Oder wenn ich mir jetzt das Stairdown-Duell mit der Dakar-Madcat nicht geleistet hätte, um zu beweisen, dass es geht. Weil das war auch ein bisschen ignorant, das zu machen. Oh, dem Incubus würde ich das ja noch gönnen, ne? Aber das wird nichts. Ah, schade. Na, gucken wir uns einmal eben die Stats an. 800 Evas war es, glaube ich. Ein Kill. Also nur einer von denen, ich weiß ja, ein Kill, zwei Assists. Ein Solo, zwei KMDD. 840 Damage, Kick ist. Und 668 getankt. Dafür, dass ich mir von der Madcat den CT habe aufschießen lassen, ist 668 tatsächlich gar nicht so schlecht im Stalker. Ja, ja, im Prinzip kann sich das schon sehen lassen. Ich habe ordentlich gut gebrüttet. Da ist er, der Mageras. 475er Matchscore. Der zweitbeste Spieler im ganzen Spiel. Möchte ich jetzt mal eben hier, ne, den Finger in die Wunde drücken. Mhm, das LRM-Boot. Ah, beautiful. Also schade, dass wir verloren haben, aber für mich fühlt es sich nach einem sehr guten Match an. Dann dann zeig ich euch jetzt noch eben den Build. Für alle, die es interessiert. Der Rest kann schon gehen. Schönen Feierabend. Danke, dass ihr da wart. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Video. Und für alle, die jetzt noch ein Schrittchen mitgehen wollen. Hier ist der süße Stalker. Hi, ich bin's, Le Zeppelin. Sieht aber auch geil aus mit der Applejack-Camo. Also die Camos, die sie bei MacWarrior gemacht haben, da sind schon einige coole bei. So, der Bild, eine Light 250. Bei der Light 275 war es, da passt nämlich auch eine 280er rein, mit gleicher Tonnage. So, auf jeden Fall, pro Seitentorso und Arm, ein LRM-20-Werfer, Munition mit Case in die Seitentorsi stopfen. Aber auch hier kommt bei mir tendenziell gerade wieder mehr die Überlegung, aufgrund der Reihenfolge, wie die Munition verbraucht wird,
auch etwas in die Beine zu stecken. Es sind 80, 81 auf dem einen und 80 auf dem anderen Bein. Panzerungspunkte vorhanden. Na, guck mal, dann stecken wir doch einfach ein Stück mehr in den Kopf rein. Das kann man wahrscheinlich durch Skillen. Hier in die Beine stecken wir keinen Case. Wir haben auch gar keine Slots mehr über. Und ja, nach hinten hin. Einige würden sagen, ne, das ist aber schon sehr viel Panzerung hinten. Ja, Wayne, als LRM-Boot möchte ich tatsächlich auch ein bisschen mehr die Chance haben, mal eine auf den Hintern zu kriegen, ohne gleich zu explodieren. Eigentlich bin ich an der Front, ihr habt es gesehen, ich halte meine Nase hin, kriege sie blutig geschlagen. Aber wenn man dann doch mal irgendwie gerade im Lärm-Boot ist komplett, dann verpasst man, also ich verpasse dann, die Gelegenheit auf, beim Team aufzuschließen und bin dann vielleicht doch mal allein und dann kommt so ein Light von hinten und das war's dann. Und das würde ich ja zu schnell nicht haben. Deshalb, wenn er mich circelt und ich versuche ihn mit meinen Small-Lasern zu vertreiben, dann hält mein Hintern ein, zwei Klapse mehr aus, als wenn ich hinten nur vier Panzerungen im Rücken habe. Vielleicht, keine Ahnung. So, die Skills. Warte mal, das müssen wir jetzt noch safen. Die Skills. Wir haben fast das volle Range-Ding mitgenommen. Wir haben 5 Range-Nodes weniger, weil Velocity ist mit dabei. Dann fliegen die Raketen nämlich 15% schneller auf den Gegner zu. Ansonsten Cooldown für schneller Schießen, Heat Generation für weniger Hitze, Laser Duration, damit die Pews im Nahkampf tatsächlich auch noch irgendwie einen Sinn machen. Wobei die Small Laser natürlich schon einen sehr coolen Cooldown haben. Aber wenn die Strahldauer noch geringer ist, dann machen sie einfach mehr Spaß. Das ist ja so. Alles für die Raketen, Armor, Hardening, was man sich als LRM-Boot theoretisch sparen kann. Aber als Frontschwein-LRM-Boot ist es sinnvoll, mehr Panzerung dabei zu haben. Speed Tweak. Boah, wie schnell fahren wir jetzt so? 51 km/h. Ja, Speed Tweak. Holt uns auf jeden Fall noch 1 km/h raus oder so. Also bei der Geschwindigkeit. Man denkt ja immer, die kleinen Zahlen machen es gerne so, anstatt 50, 51 zu fahren oder so. Aber irgendwie gefühlt tatsächlich doch, ob man dann jetzt eine Sekunde früher oder später beim Team ist. Ansonsten, Cool Run fast durchgeskillt. Also hier fehlen noch 2 Nutzer. Könnte man vielleicht auch einfach das Consumable-Ding wieder rausnehmen. Hätten wir einen bei Cool Run mehr. Aber es funktioniert eigentlich, wenn man die LRM-Werfer ganz normal gedrückt hält, also im ganz normalen Chainfire rausfliegen lässt, dann geht's ganz gut. Also es dauert dann lange, bis man tatsächlich richtig beißt. Und hier konnten wir, dass wir etwas mehr jetzt abspeichern können. Target Decay, damit das Ziel, wenn es, also wenn ihr Line of Sight habt auf euren Gegner, wer es noch nicht kennt, könnt ihr halt einen Lock-On machen. Wenn der Gegner hinter ein Gebäude läuft oder hinter einen Hügel, dann verschwindet die Peilung direkt. Mit Target Decay, wenn ihr das komplett durchskillt, habt ihr 3,5 Sekunden, die das Ziel noch weiterhin durch euren Lock-On erfassbar ist. Und könnt ihr weiter mit Raketen drauf schießen. Ist wertvoll. Das kann der Gegner natürlich counterskillen mit Radar-Deprivation oder halt mit ECM oder so. Aber grundlegend ist Target Decay schon ziemlich nice. Der Consumable-Slot ist gefühlt tatsächlich überflüssig. Ich meine, klar, mal einen Strike irgendwo hinsetzen, aber grundlegend höchstens der UAV tendenziell mehr. Wenn ich denn mal von einem Gegner irgendwie gejagt werde oder so, dass ich die direkt droppen kann. Wie zum Beispiel zum Counter von ECM, wenn irgend so ein Sack da in meiner Nähe ist. Ja, so. So, besten Dank fürs Zugucken, ihr Hübschen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.